Und damit herzlich willkommen zurück hier bei World of Warcraft, der einsame Wolf. Ja, als erste Amtshandlung für diese Folge melde ich mich mal für den Gral der Klingenhauer an. Und ja, bevor wir uns aufmachen, muss ich noch ein bisschen was erzählen. Ich habe ja wieder ein bisschen Zeug verkauft. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir irgendwann einen Bleistreitkolben des Bären bekommen haben. So. Es tut mir leid, ne? Dieser Knochen ist mir richtig an mein Herz gewachsen. Aber der Streitkolben macht plus 0,7 Schaden pro Sekunde und gibt uns noch ein bisschen Leben dazu. Und ich denke mal, das ist eigentlich ein recht guter Handel. So, bye-bye, Knochen, ey. Mann, wie viel Schaden macht er jetzt? 17 bis 33. Und der 12 bis... Kann ich denn das eigentlich? Ja, dann mache ich das halt so. So, Schurken mit einem Streitkolben ist natürlich ein bisschen untypisch. Wie gesagt, im höheren Level wird sich das dann bestimmt wieder richten. Ja, in der letzten Folge, was haben wir da getan? Wir haben Federn gesammelt, wir haben Bärenfleisch gesammelt. Wir waren an Uthos Grabmal, haben dort ein paar Skelette verhauen. Geister erlöst sozusagen. Dann waren wir noch im PvP, haben da unheimlich versagt. Und jetzt müssen wir uns um den Bauern kümmern, denn in der letzten Folge, am Anfang der letzten Folge, stand ja hier noch ein Bauern, der Grant, der wollte ja unbedingt seine neuen Felder bestellen, weil er dachte, hier die Stadt, die wir hier in der vorletzten Folge befreit haben, ja, da, die Geisel ist verschwunden, wir können also wieder drauf, aber der gute Kommandant Aschel am Ehrenschlag meinte so, nö, ist immer noch gefährlich, ihr könnt das nicht machen. Und das hat der Typ halt nicht verstanden, hat seine Jungs zusammen gefärscht und ist jetzt losgerannt. Und dem gefällt das überhaupt nicht. Und jetzt werden wir uns mal die Quest angucken, die er für uns bereithält. Kann ich euch helfen? Die Bauern haben sich aufgemacht zum trostlosen Feld, einem alten Bauernhof nordöstlich von hier. Auf der anderen Seite des Flusses, jemand muss sie im Auge behalten. Bringt ihnen diese rostigen Waffen und die Rüstungen, die ihr gefunden habt. Wir können nicht zulassen, dass sie mit Heugabeln kämpfen. Bringt die ramponierten Waffen und Rüstungen zu Thurman Grant zum trostlosen Feld in den westlichen Pestländern. Auf dann. So, ach ja, die Gute hat ja auch noch eine Quest für uns. Die Gute... Wie auch immer du heißt. Keine Ahnung. Aber du bist mein erstes Thumbnail-Motiv für diese Folge. Also lächel mal, ey. Geil, ey, wie impulsiv du mit dabei bist, ey. Finde ich toll. Finde ich ganz toll. So, Reinherz. Kann ich euch helfen? Oh, die Stimme, ey. Die Städte der Heiler. Die Männer und Frauen in Zugwindlager haben ehrenhafte Ziele, doch letztendlich ist der Krieg ihre Absicht. Ich möchte euch die Möglichkeit geben, friedlichere Ziele zu verfolgen. Nördlich vom gebeutelten Andoral befindet sich die Stadt der Heiler. Der Argentum-Kreuzzug hat sich dort mit dem Zirkel des Szenarios verbündet. Zusammen arbeiten wir daran, das Land von der Seuche zu heilen, die hier so lange herrschte. Deswegen heißt dieses wunderschöne Land hier auch westliches Pestland, ey. Geil, ne? Ich hab richtig kombiniert. Seid ihr daran interessiert, euch unserer Sache zu widmen, Schurke? Meldet euch bei Außenagent Kartisch in der Stätte der Heiler in den westlichen Pestländern. Nehmen wir mal an. So. Alter, was machen wir zuerst? Die Stätte der Heiler? Ne, wir gehen erstmal zu den Bauern, es liegt näher. Okay. Alchemist Abington stand ja schon letztes hier. Braucht ihr etwas? Dieser Job ist eindeutig mehr wert als 1300 im Monat. So, aber zunächst verwandeln wir uns mal in den Wogen. So, diese Avocado-Kappe, ey. Okay, dann wollen wir mal. Ich glaube, ich habe mal wieder ein bisschen Bock auf Motorrad. Warte mal, wir können auch nach Andoral. Ich glaube, das hier ist kürzer, oder? Wir fahren einfach mal ein bisschen mit Motorrad. Können wir uns mal wieder ein bisschen die Landschaft angucken. Vielleicht, ich habe ja bis jetzt noch keine richtigen Hordler-Spieler getroffen. Ne, abgesehen mal von dem einen da in der letzten Schlingdorntal-Folge, der uns da zerhauen hat, weil wir natürlich ohne Erbstücke kämpfen. Und er war übersät mit Erbstücken. Alter, schönes Gerüst, muss man mal so sagen. Aber ihr arbeitet nicht. Finde ich nicht toll. Ihr müsst arbeiten, Leute. Ihr müsst arbeiten. So, hier diese Typin, da habe ich mir doch geschworen, dass sie vielleicht irgendwann mal eine Bedeutung hat in unserer Quest. Hat sie bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kommt das noch.
Hier, Miranda de Vettel, die Vettel. Bin ich auch gespannt, ob die eines Tages mit dem Formel 1 Wagen hier mal überholt oder so. Werden wir auch sehen, werden wir auch sehen. Das sind auf jeden Fall NPCs, die hier nicht umsonst stehen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Bauern hier schon ein paar Probleme haben, bevor ich hier anrücke. Genau, da sind schon die ersten Todeswache von Andoral. Ja, geil, du bist einfach unsichtbar, ne? Finde ich toll. Finde ich richtig toll. So, fahren wir mal hier durch die Botanik durch. Okay, liegen auf jeden Fall ein paar Untote schon. Ich weiß nicht, ob das so designed ist oder ob die wirklich hier gerade ausgemerzt wurden von Spielern. Alter. Halt! Das ist ja Unterstadt. Horde. Fuck. Auch wenn mir das so vertraut zukommt. Ey, ich werde jetzt volle Kanne reingefahren, ey. Ohne Witz. Aber die haben es schon schön. Die haben es schon schön hier. Und die Bauern, ey, direkt in der Nachbarschaft zu der Horde, ey. Geh, geh, ey. Was sage ich? Was sage ich? Lol, Gory gehört zu uns? Ist ja mal lustig. Wo ist der Typ? Ist der hier in seiner Hütte drin? Tatsache. Sermon Grant. Was kann ich für euch tun? Hat er einen Schlag euch geschickt? Dieser Kommandant weiß nicht, wann es genug ist, oder? Der Junge, die da draußen, da rapen deine Jungs. Also ich weiß nicht. Ich kann auch wieder gehen, wenn du meine Hilfe nicht willst, ne? Musst du dir alleine helfen mit deiner Mistgabel da. Nun, da ihr hier seid, werden wir euch die Rüstung dankbar abnehmen. Aber die Waffen könnt ihr behalten. Diese Männer würden nicht wissen, an welchem Ende sie sie halten müssen. Okay? Ich habe Kommandant Ehrenschlag darüber unterrichtet, dass wir uns selbst verteidigen können. Und das haben wir auch vor. Ich hatte auf meinem Weg bis hierher ein kurzes Gespräch mit Tassarian, diesen Kriegsherrn der Todesritter. Wir Bauern haben vor, auf unsere eigene Art und Weise zu helfen. Wir werden diesen Bauernhof einnehmen, das Land kultivieren und wenn die Schlacht um Andoral beginnt, werden wir die Verlassenen vom Hinterland aus angreifen. Damit werden sie nicht rechnen. Zuerst müssen wir uns der Vorhut der Verlassenen widmen, tötet einige von ihnen und kommt dann wieder zu mir. Tötet 10 Streitkräfte der Vorhut der Verlassenen. Weißt du, vor einer Minute erzählst du mir noch, ihr kriegt das alleine in den Griff und jetzt heuerst du hier den erstbesten Wogen an, der dir ein paar Rüstungen bringt, ey. Junge, ey, setz dir mal Prinzipien, ey. Alter. Na gut, machen wir das mal. Oh Gott. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, ja du... Hast ja gute Laune heute, ne? Hallo! Ihr seid ja alle gut gelaunt, Leute, ey. Hallo! Ey, geil, Krall, der Klingenhauer, ey. Schön. Ist schon so zeitig, ey. Freue ich mich ja erstmal hier reingehen. Und dann annehmen. Hier wird sicherlich auch wieder ein paar Quests geben. Und vielleicht kommen wir sogar schon auf Level 38. Man weiß es nicht. Seid gegrüßt. Go, go, Guano, bla, 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 hallo, hallo, agagaga, macht sie nieder, das ist ein guter Befehl. Erstmal wieder Freundlichkeitsabfrage. Hat bis jetzt überhaupt jemals schon mal einer geantwortet? Nee, ne? Ich glaube nicht. Alter, wie sie aussieht, ey. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie ich die Balken von den Leuten wegbekomme. Oh nein! Seilfalle, ey, was für Hinterwäldler. Schön von Weitem draufballern. Alter, die Raben, ey. So, natürlich hat wieder keiner geantwortet. Verstehe ich nicht. Also ich finde, die Hortel und die Allianz sind richtig nette Leute, ne? Muss man mal so sagen. Die Steine verkünden Schwierigkeiten, ey. Nicht nur das, mein Freund, nicht nur das. Geil, das kriege ich doch auf, oder? Kann ich das nicht knacken? Mächte der Erde, verlangt mir Stärke. Du bist erstmal gefistet, Junge, ey. So, der Denkster meint ja, schön hinten hinstellen und angreifen. Kehrt in den Kral zurück. Zumindest bei den Bossen. Egal, ich kann es aufmachen, ey. Ab geht's. Kann ich nicht irgendwie Schlösser knacken? Da. Geil, was ist drin? Ja, nice, schönes Muster. Bringt mir das was? Ne, das ist, glaube ich, Lederverarbeitung. Doch, das bringt mir was. Alter, das bringt mir alles was. Obwohl, ne, kritischer Trefferwert.
wird wieder runtergedrückt. Das ist nicht so meins, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bleib bei diesem kritischen Trefferwert. Das gefällt mir ganz gut. Ausdauer wäre natürlich auch nicht verkehrt, ne? Aber man muss ja nicht übertreiben. Das Leben ist ja kein Wunschkonzert. So, Hose brauche ich nicht. Ist einmal eine Lederhose. Ne, Stoffhose, okay. Warum droppt ihr nur Stoffzeug? Das finde ich voll rassistisch, nur weil ich schwarz bin. So. Geilen Apfel, ey. Wo rennst du hier lang? Willst wieder nichts pullen, ne? Alter, Elementar. So. Ja, geil, ich kann die häuten. Zumindest nicht alle. Aber ein paar. Bringt mir das was? Ne, egal. Trotzdem. Schön. Wir müssen auch mal wieder gucken, ob wir irgendwas Neues herstellen können. Ich habe noch gar nicht geguckt, Jäger, in der Zwischenzeit. Macht eure Fallen scharf. Ich rieche etwas. Ja, dann muss ich mal duschen gehen, ey Junge. Aber ihr habt ja hier kein Wasser, so wie es aussieht. So. So. Wenn alle Stricke reißen, habe ich immer noch meine Knarre dabei, ey. Ein bisschen GTA-Feeling bleibt mir also noch. So. Schön habt das hier, muss man mal so sagen, ne? Also. Frage ich mich natürlich, wo hier euer Boss ist. Da kommt er noch nicht. Alter, haben die dort einen Kodo aufgehangen? Alter, die sind ja richtig krank drauf, die Leute hier. So. Ich hoffe einfach mal, dass wir hier wieder was Schönes bekommen. Einen schönen Hut oder so. Ey, droppt ihr überhaupt was für mich, so ein schöner Hut? Mal kurz gucken. Hose. Hier droppt gar nichts bei dem Ramhauer, da droppt auch nichts. Eine Axt droppt, gezinkter Häscher. Ja. Ein Stück Holz mit Zähnen. Sprechen zu mir. Heute gehört der Sieg uns. Bei Adamaga. Ich werde euch töten. Die geben mir ja gar keine Chance, mich von hinten ranzuschleichen, ey. Ich müsste mir da auch die Ads erstmal killen, oder? Zack. Kette. Fickt euch doch alle, ey. Kette, Kette, Unterstoff. Alter, wo kommt der denn her? Alter. Jäger Knochenhauer. So, haben wir mal ein kleines Speed rein. Speed meine ich natürlich. Ist das ein Boss? Jäger Knochenhauer? Tatsache. Alter, der hätte wieder einen Zahn droppen können, ey. Das wäre wieder geile Waffe gewesen. So, jetzt zwischen der nächsten Folge, also zwischen der und der nächsten Folge, werde ich erstmal gucken, wie ich die Lebensanzeige von meinen Verbündeten ausschalten kann. Das geht mir langsam dezent auf den Sack. Alter, die ganzen Schweine, ey. Dieses Leder, ey. Ja, den nehme ich gerne, den Dornstachel, den nehme ich gerne. Schön. Plus 3 Schaden, plus 6 Beweglichkeit, plus 4. Okay, Bleistreitkolben, tut mir ja leid, aber... Das war eine schöne Zeit mit dir. aber nun ist es schon vorbei. Ach, ich sehe ja sowieso nichts, weil ich hier meine...
Alter, der hat natürlich auch wieder alles voller Erbstücke, der Junge. Der Hunter auch, so wie es aussieht. Der Krieger auch. Gigi. Nur die Heilerin. Hat die auch Erbstücke? Die hat gar nichts an, fast gar nichts an. Würde dem Denkster wieder gefallen. ja, hat auch Erbstücke. Ja, die hat alles transmogt damit. Oder ist das ein Outfit? Ich weiß es nicht. Wer wagt es, mich zu wecken? Geister, lenkt meine Lol. Klinge. Alter. Schön. Zelda droppt nichts für mich. Nur ist wieder scheiß Kettenzeug, ey, was keine Sau braucht. So. Oh, da ist eine Truhe. Meinens. Ich hasse Kette. Warum? Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Oh, könnte ich kotzen. Andauernd nur Kette. Na gut, hier hätten auch scheiße ausgesehen, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Was bist du denn? Rankenmonster, hä? Kristallines Ungetüm. Bist du ein Boss? Sieht so aus, ne? Nö, natürlich nicht. Wie eine Fledermaus. Ist kein Boss. Ich dachte schon, ey. Die geben alle Leder. Geil. Das Elite-Viecher? Nein. Okay, dann rein da, ey. Geil. Ach, wir müssen Zeug sammeln. Ich dachte, ich kann die häuten. Mann. So ein Mist, aber auch. Goriath, der blinde Jäger. Ich stand Thumbnail hin, bevor ihr mir... Alles klar, ich geh kein Thumbnail hin. Brauch ich auch nicht. Alter, Riesen-Eber, ey. Alter. Meins. Ein Bogen. Na gut, ich gehe mal auf Gier. So, wir haben aber wieder eine Kiste bekommen, die wir knacken können. Ein Gürtel, ey. Leder sogar. Vielseitigkeit. Brauchen wir Vielseitigkeit? Tatsache. Erhöht verursachten Schaden und Heilung um 1,73%. Ja, da würde ich denken, legen wir den mal an, ne? Vielseitigkeit klingt doch gut. Kritischer Treffer. Naja, hat man ja gesagt, ne? So, die Pros, die mit den Erbstücken verbunden sind, wissen nicht, wo es lang geht. GG. Ich weiß nicht, kann man das auch als Thumbnail nehmen? Ist ein bisschen billig, ne? Wirkt ein bisschen billig, aber geht ja nicht anders.
Alter, Riesenfrosch. Ja, nice. Den nehme ich sofort, ey. Den nehme ich sofort. Dann kriege ich wahrscheinlich wieder nicht. Weil den die anderen Scheißlappen brauchen mit ihren Erbstück übersäten Körpern, ey. Sokolov. Yo, ist er bloß der Hunter, der schon... Ich guck mal. Willst du mir nicht den Umhang überlassen? Hast doch so viele Erbstücke. Bedeutende Frischlinge. Ihr glaubt, ihr könntet mich herausfordern? So, mal gucken, was der Typ darauf schreibt. Weil, ne, dieser Hunter ist der. Mit den übelst vielen Erbstücken. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Erbstücke, ne? Und heimst sich dann den Umhang ein. Leute, habe ich von dem Kampf fast gar nichts mitbekommen. GG. Könnte ich kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und antwortet mir dann nicht mehr, weißt du? Das sind richtige, richtige Bastarde, ey. Aber so richtige Bastarde. Na, du Hurensohn? Oh, sorry. War nicht so gemeint, ey. Du scheiß Erbstück-Ali, ey. Ich kick dich doch gegen die Wand mit dem Riesenhelm. Fühlst dich ganz toll, was? Fühlst dich ganz toll. Ja, und jetzt noch mich in so eine scheiß Inni hier einladen, ey. Ihr habt sie wohl nicht immer alle. So. Wenigstens das bekommen wir. Werden Stufe 38. Nein, möchte ich nicht. Was versteht ihr daran nicht? Na, okay. Nein. Was führt euch hierher? So, Quest beenden. Quest beenden. Günstige Wind. Ja gut, dann verlassen wir mal hier diese undankbaren Bastarde, die mir dann nicht mal antworten. Und da sehe ich das mal wieder. Allianzler sind nicht so nett wie Hortler. Nicht alle, aber... Ich habe das ja schon oft genug hier in diesem Projekt festgestellt und wir sind ja noch im Low-Level-Bereich, ne? Ich will nicht wissen, wie die dann erst im Hardcore, was heißt Hardcore-Bereich, halt in den höheren Leveln abgehen, ne? Also, das ist halt richtig armselig, ne? Kann man so sagen. Aber gut. Ich hätte den Umhang gerne gehabt, aber weiß gar nicht, wie der ausgesehen hätte. Weiß gar nicht, ihr bekommt... Noch was? Ne, warte mal, wo war denn das? Genau, der Spaß hat den Tigerfellumhang. Sieht nicht so geil aus, muss ich ehrlich sagen. Hätte uns aber ein bisschen was gebracht. Na gut. Hätten wir den Kral der Klingenhauer auch abgeschlossen. Das nächste Mal werden wir uns dann das erste Mal nach Maraudon geben. In die türkische Grotte, dann in die V-Spornhöhle und dann Fälle des irdenen Rings, denke ich mal. Und dann kann man schon langsam sagen, dass die Innis langsam mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden. Also spielen wir schon fast in der oberen Liga mit. Ist natürlich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Aber... Es ist so. Es ist einfach so. So, Vorhut der Verlassenen. So, 10 von 10 haben wir, okay. Hier werden wir erstmal mit Gory reden. Ich will wissen, was der Typ hier zu sagen hat. Was wir machen. Gory will auf Farm helfen. Gory hat schon eigene Sichel. Geil, ey, der Junge weiß, wie es läuft. Tot, aber glücklich. Schön, ey. Wie man noch so viel Freude versprühen kann, wenn man tot ist, ey. GG. So. Thurman Grant. Seid gegrüßt. Ihr seid gut im Kampfwogen. Ein erfahrener Schurke wie ihr könnte meinen Männern einige Kniffe beibringen.
Vielleicht könnt ihr tatsächlich ein paar meiner Männer ausbilden. Ihr habt wahrscheinlich die Monstrosität da draußen bemerkt. Wir haben zuerst versucht, sie zu bekämpfen, aber sie hat sich nicht gewehrt. Es scheint, als ob sie auf dem Bauernhof helfen möchte. Nehmt 4 meiner Männer und fordert die Monstrosität zum Kampf heraus. Sie scheint stark zu sein, aber eine Monstrosität gegen 5 von euch sollte euch doch Chancen auf einen Sieg geben. Sprecht mit Gory im trostlosen Feld und fordert ihn zum Kampf heraus. Alter, der Junge ist doch ganz nett. Ich leg dich gleich um, du Graumähne-Verschnitt, ey. Nur weil du meinen Bart hast, fühlst du dich ganz toll. Alter, ey, wo kommt ihr denn her? Wächter von Walker, ey. Jungs, ab geht's, ey. Party. Der ist doch ganz nett. Warum wollen wir den töten? Falls ihr euch wirklich nützlich machen wollt, könnt ihr mir und meinen Freunden bei ein paar Kampfübungen helfen. So. Gory gibt auf, ihr Bauern kämpft besser. Ihr Bauern? Junge, hast du mich gerade als Bauer bezeichnet? Alter, verpisst er sich einfach? Geil, ey, meine Gefolgsmänner, ey. Kommt, Jungs, wir gehen in die Eisgrund-Zitadelle. Wir raiden den jetzt schon, ey. So. Da ist er, ey, Thurman. Braucht ihr etwas? Nun können wir die Sache selbst in die Hand nehmen. Ich danke euch für eure Hilfe, Walker. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, werden wir uns wohl im Kampf befinden. Passt so lange auf euch auf. Wir können alle Hilfe gebrauchen, die wir bekommen können. Seid vorsichtig. Alles klar. Okay, dann auf in die Stadt der Heiler, ne? Ich wollte schon sagen. Jetzt haben wir hier unsere neuen Leute mit dabei. Ey, da raiden wir alles kaputt. Kurz mal was gucken. Die neue Inja, welchen Level ist die? 30 bis 40. Fast 9,3. Ja, okay, das dürfen wir aber hinbekommen. Das dürfen wir hinbekommen. In der nächsten Folge werden wir dann wieder normal questen. Jetzt werde ich mich aber erstmal auf den Weg machen zu der Stadt der Heiler. Alter, geil, die ist ja gleich in der Nähe von den Hordlern. Gigi. Dann ist ja bloß ein Außenposten, oder? Alter, da gibt's ja viele Quests, ey. Und ein Flugpunkt. Den hole ich mir erstmal. Jump-Tell-Flanke. Falke, wer auch immer. So, schön. Reden wir erstmal mit Kardisch. 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 Kommst du an den Tisch, isst du mit Kardisch. Oh Gott. Die Städte der Heiler, willkommen, Schurke. Wie ihr sehen könnt, besteht unser Lager aus einer Gemeinschaftsexpedition des Argentum-Kreuzzuges und Druiden des Zirkels der Canarius. Wir heißen jedoch alle willkommen, die bei der Heilung des Landes helfen wollen. Gute Gesundheit, langes Leben. Die Geißel hat die Macht über dieses Gebiet verloren. Wir alle, die Lebenden, übernehmen Lodron wieder. Wir haben bereits große Fortschritte gemacht, die ihr gesehen habt. Die Erde erblüht, die Bäume wachsen immer höher und sind grün und die Tierwelt kehrt langsam zurück. Dennoch sind eine Handvoll Untote zurückgeblieben. Die Bäume und das Gras gedeihen, aber die Tiere haben Schwierigkeiten. Etwas hindert sie an ihrer Heilung. Ich gedenke herauszufinden, was das ist. Bringt mir Proben von den verseuchten Tieren, damit ich sie mir genauer ansehen kann. Sammelt Proben von 4 Seuchenlauern, 4 Giftnebellauern und 4 schwerfälligen Seuchenbären und 4 kranken Wölfen. Ja, würde aber mal denken, die klingen nicht so gesund, ne? Muss man mal so sagen. Okay, ich würde denken, die Quest machen wir noch in der Folge. Sind ja noch 5 Minuten, in der Zeit dürfte man ja so ein bisschen noch was schaffen. Beziehungsweise ich verlängere jetzt einfach mal auf 10 Minuten. Und dann dürften wir die Quest wirklich safe haben, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt, wenn ich so rede. Vor allem bei der Trenei, die klingen schon so ein bisschen russisch, muss man mal hier so sagen. Hier war doch gerade was. War hier gerade ein Hordler?
Alter, hier war gerade jemand. Da unten. Psst. Hat er Erbstücke? Der Magier? Hat er Erbstücke? Soll ich versuchen, den zu rapen? Lass mal angucken. Der hat keine. Doch, der hat Erbstücke, oder? Ach, egal. Natürlich kriegt er noch Heilung. Rennt der weg, der Pisser. Bleibst liegen hier. So. Muhahaha. Gleich mein Erfolg absahen, ey. Geil, ey. Alles klar. Schön. Ich hoffe, der Pisser überrascht mich nicht nochmal. So, das war meine Rache. Sorry. Ich bin ein richtiger Bastard, ey. Ich weiß schon. Ich weiß schon, ey. Erstmal ein Stückchen gönnen, ey. Auf den... Oh, fuck. Oh, fuck. Das war ja klar. Das war ja klar. Ich hasse euch. Ich hasse euch, ihr Bastard, ey. Lasst mich in Ruhe, ey. Wie er mir hinterher rennt, ey. Lol. Ist er plötzlich verschwunden? Weg hier. Was für ein Bastard, ey. Da ist er. Ich glaube, der hat Erbstücke. Der hat Erbstücke. Und ich glaube auch nicht, dass ich gegen den Paladin gewinnen kann. Scheiße, der Frostmage ist hier. Oh nein, die questen doch bestimmt zusammen. Fuck. Ich glaube, die hätten mich so oder so angegriffen. Von daher war es eigentlich nicht verkehrt, was ich gemacht habe. Ist halt nur scheiße, dass wir jetzt hier nicht weiter questen können. Beziehungsweise, ich reite einfach mal in ein anderes Gebiet. Kommen wir dann halt wieder hierher. Diese dämlichen Bastarde, ey. Ich meine, ich hätte den Magier nicht angreifen müssen, ne? Aber die hätten mich jetzt sowieso geraped. Von daher ist alles gut. Ihr umarmt Eis-Nico, Malganis. Eis-Nico, dieser Name. Alter, die besten Namen in WoW, sage ich euch. So. Kranker Wolf. Dum, dum, da, dum, dum, dum. Kranker Wolf. Dum, dum. So, ich muss mich bloß beeilen, nicht, dass hier noch die Leute hierher kommen. Ich meine, müssen sie ja sowieso, wenn die hier questen. Vielleicht sind sie dann schon weg. Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Muss ich ja sagen. Aber ich beeile mich lieber. Weil gegen den Paladin hätte ich garantiert nicht gewonnen. Ich glaube auch nicht, dass Schurken generell gegen Paladine ankommen. Also vor allem, weil der noch Erbstücke hatte. Ein guter Schurke kommt vielleicht gegen einen schlechten Paladin an. Aber ich weiß nicht, ich denke, der hält sich die ganze Zeit hoch. Und ich weiß auch nicht, ob der so viel Schaden macht. Ich lehne mich da auch noch nicht so weit aus dem Fenster. Weil ich habe von Paladin und Schurke noch keine Ahnung, zumindest im High-End-Gebiet. Das ist ja jetzt hier so mein höchster Schurke. Nein, ich hatte auf meinem Privatserver hatte ich noch einen. Der war, glaube ich, Stufe 42 oder so. Aber das Level knacken wir ja auch bald. So, die Wölfe haben wir schon mal. Wir brauchen aber noch die Seuchenbären. Die Seuchenbären. Da ist einer. Was ist das denn? Warum bin ich so groß plötzlich? Egal. Okay, wir müssen jetzt wirklich in dieses scheiß Spinnengebiet zurück, ne? Ich hoffe mal wirklich, dass sie jetzt da weg sind, weil ich habe keinen Bock andauernd von denen geraped zu werden. Alter. Kackvieh, ey. Für dich gibt es keine Heilung mehr. So. Wir beobachten die Sache, denke ich mal, so ein bisschen aus weiter Ferne. Also der Bastard hat mich wirklich angegriffen. Ich glaube, die waren auch in der Gruppe, oder? Oder questen die da einfach nur? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte ich ein bisschen vorsichtiger sein.
Jo, da kommt er, da kommt er. Da kommt er, kommt der Bastard, ey. Verpiss dich, ey. Weg da. Ab in den Busch. Ab in den Busch, du siehst uns nicht. Wir sind viel zu hoch in deinem Level. Also er hat schon mal ein Krönchen, sprich, er ist in der Gruppe. Ist halt die Frage, wie weit ist der Paladin noch entfernt? Der Bastard, ey. Richtiger. Da vorne ist er, da vorne rennt sie rum. Okay, ich denke, die gehen jetzt in die Richtung der Wölfe. Schätze ich jetzt einfach mal. Macht's gut, ey. Oder die suchen mich ab. Die suchen das Gebiet nach mir ab. Sagen wir es mal so. Kann auch sein, dass er gerade den Köder gespielt hat und dachte, ich greife ihn nochmal an. Aber ich habe schon gemerkt, dass ihr in der Gruppe seid, ihr freundlichen Hordler, ihr. Wir müssen einfach jeden Ali angreifen, der uns hier in die Nähe, also natürlich, der unter unserem Level liegt, ne? Das ist nicht fair, aber wir sind ja auch Schurken. Schurken kämpfen wir meistens nicht, gerade mit fernen Mitteln. Aber die haben ja alles geräumt, ne? Das ist ein bisschen doof gerade. Nein, dort ist noch was. Ich denke mal, die sind jetzt weg. Die werden jetzt nicht mehr hier ankommen. So. Gucken wir mal. 3 Minuten haben wir noch. Wir sind gut in der Zeit. Ja. So, und noch eine. Und dann brauchen wir noch eine andere Spinne, ne? Probe solchen Lauergedöns. Die muss aber hier auch in der Nähe sein. Okay, am Rand des Gebietes ist nichts mehr. Ist das Pferd, was diese Geräusche macht? Ich glaube ja, ne? Da vorne ist eine. Nice. So. So, dann gucken wir mal, wo hier noch welche sind. Da, nice. Ach, wartet mal. Seit wie vielen Folgen habe ich denn kein Gift mehr auf unsere Waffe draufgehauen? Oder gibt es überhaupt noch? Nee, es gab es nicht mehr, ne? Nicht doof. Unterhalt, ablenken. Fieser Trick, Greifhaken. Nö, gab es gar nicht mehr mit dem Gift. Schön. Oder ist das unter allgemein zu finden? Amalonie verringert erlittene Schaden und Naturschaden um ein haftes Medaillon. Haustiere beleben? Fahrtmutter von Trainer. Na gut, Schinder. Nö, Gifte und so gibt's wahrscheinlich nicht mehr, aber am Anfang von dem Projekt gab's es noch, das weiß ich noch. Okay. Dann hoffe ich mal einfach, dass wir den Leuten hier nicht mehr begegnen. Ich weiß nicht, ob die auch in diesem Gebiet hier questen können. Aber ich glaube, dann werden die sowieso von den Wachen geraped, oder? Die sind in der Stufe 110. Und da die neutral sind, schätze ich mal schon, dass die anderen hier auch questen können. Naja, gut, zumindest habe ich die noch nicht gesehen. Okay, liebe Leute, dann gehen wir mal die Quest ab. Die Legion wird fallen. Sobald die Tiere geheilt sind, wird unsere Pflicht hier draußen fast erfüllt sein. Das ist mehr als genug, Vorkan. Jetzt brauche ich etwas Zeit, um meine Studien durchzuführen. Geil, ey. Und die andere Quest nehmen wir noch nicht an. Ich brauche ein wenig Zeit, diese Proben zu untersuchen, Vorkan. Ich spreche wieder mit euch, wenn ich mit meiner Analyse fertig bin. Geil, ey. So, jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal kurz auf den Umhang.
bevor ich die Folge beende. Beweglichkeit, Trefferwert. Ja gut, ist ein gutes Angebot. Okay. So. Mädel, ich wollte gerade die Abmod machen, da reitest du mir hier dazwischen. Ist das dein Ernst? Und tschüss, ey. Ja, liebe Leute, das war eine weitere Folge World of Warcraft. Wie gesagt, in der Zwischenzeit werde ich mal in den Einstellungen gucken, wie ich diese Lebensbalken bei meinen Verbündeten wegbekomme. Und meine Tasche muss ich auch mal wieder entleeren. Das war's aber erstmal für die Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.